Ich bleib bei meinen Oldschool-Spielen, die ich mir vollkommen legal gekauft habe, alle, und absolut nicht aus dem Internet runtergeladen habe. Nein, das geht gar nicht. Internet nie gehört. Alles, was ich im Internet machen kann, ist Videos auf YouTube hochladen, um meine Community zu erfreuen. Meine Fans, die Heerscharen von Menschen, die mich jeden Tag aufs Neue anhimmeln. Und dann natürlich noch die Leute, die mich hassen, die dann immer sagen, wieder Minuten unseres Lebens verschwendet, weil du gucken wolltest, ob du noch einen Log findest. Tja, was soll's. Solche Leute muss es auch geben. Es wird doch nur umso süßer, wenn man am Ende es dann doch schafft. Ach Gott, wie versuche ich jetzt verarschen? Nein, es nervt im Moment einfach nur noch. Meine Fresse, ich will, dass es jetzt mal vorwärts geht. Ich hau schon extra viele Folgen raus, weil einfach nichts passiert. Es passiert so wenig. Wir schaffen mal ein paar neue Räume und so. Aber die Rätsel sind auch nicht so anspruchsvoll, dass ich jetzt so ein unglaubliches Gefühl habe. Dass du denkst, boah, hab's geschafft. Wow, das war mal ein Akt. So. Wie kriege ich jetzt das Log darüber? Gut, ich muss wahrscheinlich die Party wechseln. Jemanden hier lassen. Simon hat die Gloves. Ich nehme einfach alle mit ihm mit. Genau, so mache ich das. So regle ich das hier. Okay, ein Ghoul. Ich glaube, ich renne besser weg. Lalala. Schnell nochmal die Handschuhe benutzen. Jetzt laufe ich auf Händen darüber. Ich kann nicht so gut pfeifen. Allerseits... Andererseits, nicht allerseits. Hallo allerseits. Nein. Andererseits versuche ich es auch gerade nicht wirklich, da ich Angst habe, das wäre vielleicht ein bisschen laut im Video. Vor allem, weil mein Mikro ja direkt neben meinem Mund ist, was ja irgendwo auch so gedacht ist. Aber, könnte laut werden. Vor allem so Pfeiftöne, unangenehm. So, euch rotze ich einfach mal rum. Warum? Erfahrung, Erfahrung. Mambo Italiano. So. Ich bin verflucht. Das ist natürlich scheiße. Oh, das ist jetzt ganz schlecht, weil ich mich nicht bewegen kann. Und dann die anderen auf den Kohlen stehen. Ich weiß nicht, ob die Schaden fressen, aber... Nutzen wir mal das Plus-Kit. So, Dille. Party Psimon. Ah gut, die sind noch dabei. Also... Darunter geht's zu den Booten. Ich muss allerdings sagen, ich habe ein wenig Respekt davor, zu den Booten zu gehen. Da es bestimmt weitergeht. Und es gibt noch einen anderen Weg, den ich gern zuerst erforschen möchte. Nämlich der nach unten. Und das werde ich dann mit meinem übrigen Log auch noch tun. Allerdings werde ich vorher zwischenspeichern, was ich sowieso viel öfter machen sollte. Hust, hust. Da ich doch recht interessiert bin daran. So, safe, safe game. Indeed, I want to do. So, das Lock und zack, rüber geht's. Hier brauche ich die Axt. Hat eine von euch die... Ja, Nachtmatratze. Komm, Mädel, hau zu. Ach, ich weiß jetzt schon, dass es das nicht wert war. Also. Flashlight, Jinbi. Ganz schlecht. Klingt so, als bräuchte ich das Flashlight. Sehr schlecht. Quit. Restart. Begin at last save. Jo. Also. Ich werde wahrscheinlich in näherer Zukunft mal das Flashlight brauchen. Was natürlich das Item ist, das ich zurückgelassen habe, von all den Items, die ich hätte zurücklassen können. Ich reg mich manchmal doch sehr über mich selbst auf. Also, manchmal schreie ich mich nachts selbst in den Schlaf, weil ich einfach mich so hasse. Ich hätte alles da lassen können. Ich hätte die Axt da lassen können. Gut, die hätte ich vielleicht gebraucht. Aber nur vielleicht. Ich hätte... Was hätte ich nicht alles da lassen können? Ups, das wollte ich gar nicht. Das wollte ich alles nicht. Heaven. So. Ah, das ist auch nicht das, was ich wollte. So. Jetzt kommen wir der Sache näher. Ich hätte da lassen können... Die Rohre, die Stiefel, die ich noch überhaupt nicht gebracht habe. Ein Seil, was ich nicht mehr brauchen werde wahrscheinlich. Ach Gott, verdammt. So, ich lege jetzt das Log dahin. Da geht's nämlich weiter. Manchmal habe ich so leichte Frame-Einbrüche und ich frage mich, woher die kommen. Da ich ein verdammtes NES-Spiel spiele und das sollte nicht so viele Anforderungen stellen.
So, Handschuhe. Ja, ich weiß, es nervt, aber ich hole jetzt die Taschenlampe. Ach, Mama, wirklich. Ach, Entschuldigung. Wie gesagt, diese Folgen sind gerade nicht so actionreich, wie ihr es vielleicht von mir gewohnt seid. Ja, kommt auch bald wieder was, wo ein bisschen mehr der Punk abgeht. Verspreche ich euch. Ich hoffe nur, ich kann mal wieder sowas machen, ohne zu schreien. Das wäre schön. Aber wir leben nicht in einer solch schönen Welt. Andererseits habe ich in dieser Welt wenigstens Tee. Ich trinke gerade mal einen Schluck, während ich den Typen platt mache. Ah, wundergut. Ich stehe auf Tee. Dieser kalten Jahreszeit. Der kalten Welt. Ich könnte übrigens mal wieder Tonic finden. Bei und Nachbarn brauchen wir Heilung. Natürlich können sie nicht die Tabletten fressen, um sich dann besser zu fühlen. Das geht nicht. Was für obskure Gedankengänge. Ich wette, ich brauche die Kerze irgendwann wieder. So. Oh, mein Gott. Spiel, du machst mich krank. Was ist das überhaupt für eine Erklärung? Ein Typ kann diesen, ich komme darüber nicht hinweg, riesigen verdammten Baumstamm durch das ganze verdammte Haus schleifen, ohne dass ihn interessiert, aber ich kann nicht mit einem nicht mehr als ein Kabel und eine Taschenlampe mitnehmen oder ein paar Streichhölzer oder so. Wo ist die Erklärung darin? Wo ist die Logik? Ich meine, es ist schön, dass sie das Inventar begrenzen, um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen, um einfach zu zeigen, hey, das Spiel ist nicht ganz so easy, du musst schon ein bisschen mitdenken, welche Items du benutzt und so. Aber kommt schon, mal ganz im Ernst. Das macht nicht Sinn. Es macht keinen Sinn, wenn ihr wenigstens gesagt hättet, gut, hier, Simon ist der Kerl, der kann am meisten mittragen, weil er die größte Muskelkraft hat, dafür aber doof ist wie Stroh. Fände ich okay. Wie gesagt, hätte Amy oder also Shasty könnte am wenigsten mitnehmen, weil sie erst 12 ist im Spiel. Ah, und 2 Brote. Nur 2. Okay, dann nehme ich Simon natürlich. Den alten Raufbold. Und Heaven. Aber zuerst werde ich weglaufen. Ne, Moment, zuerst werde ich mir die Taschenlampe mitnehmen. Du hast sie nicht. Du hast sie. Ich würde die gern tauschen gegen das Seil. Dann muss ich auf Heaven switchen. Das Item hat sie. Sie kann noch was mitnehmen, das ist gut. Team, we better split it up. So, was hätte ich gern noch dabei? Dich auf jeden Fall. Finde ich schön, dass wir mal sowas machen, um allein ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Die Axt. Die Axt. Und du hast die Stiefel. Im Zweifelsfalle erspart die Axt im Haus den Zimmermann. Und deswegen speichere ich nochmal schnell. Und dann werden wir sehen. Ah, ich kann mehrere mitnehmen. Gut, dann nehme ich noch Shasty. Haha, jetzt verstehe ich das erst. Es können nur 2 auf das Boot. So, Shasty und Bio nehme ich, glaube ich, noch mit. Erst nachdem ich hier weggerannt bin, so schnell ich kann. Ich bin 12 im Spiel. Im Film. Im Spiel auch, glaube ich. Es sind ja, sollen ja anscheinend dieselben Charaktere sein wie im Spiel. Im Film. Mein Gott, ich krieg das niemals richtig hin. Das ist, glaube ich, eines der ersten Spiele übrigens, die zu einem Film waren. Oder vielleicht war es auch so, dass es ein Film zum Spiel war. Oder vielleicht, ich glaube, beides kam gleichzeitig raus sogar. Jo. Machen wir das mal. Nachbar, du kommst klar. Bist ein großes Mädchen. Mhm. Komm ich so auch zu dir? Nein. Brauche ich eine Anlegung? Ach, dafür sind diese Brettdinge, oder? Ja, das sind Anlegestellen. Ach, Sodele. Das macht natürlich begrenzt Sinn. So. Ich brauche denn die Schaufel. Ihr habt aber keinen Platz. Und ich will nichts hier lassen müssen. Deswegen wird mal wieder gewechselt, was das Zeug hält. Ich weiß, es nervt, aber es steckt ein Plan dahinter. Denn ich werde jetzt mit diesen Flachzangen ein neues Team bilden. Wer von euch hat die... Keiner von euch hat Platz. Gebe ich dir mal Shasty mit, weil die Spitzhacke, glaube ich, nicht unbedingt nochmal in nächster Zeit vonnöten sein wird. So.
Aber ich brauche deine Gloves. Item. Gloves. Ich komme nicht drüber hinweg. Ach, ich komme so viele Dinge nicht hinweg. Ich komme nicht darüber hinweg, dass ich mit den Handschuhen darüber kann. Und ich komme nicht darüber hinweg, dass ich einfach diesen scheiß Baumstamm mit mir rumschleifen konnte. Ich hasse das. Ich hasse den Fakt, dass das ging. Komm, du, an dir wird jetzt mein Hass ausgelassen. So. Soll dir eine Lehre sein. Okay, das sieht so aus, als könnte man hier reinlaufen, wenn ich ehrlich bin. Aber dem ist leider nicht so. Geht das hier? Nein. Gut. Gut, das ist schlecht. Dann nehme ich mal dich mit ins Team auf. Und wir schwingen uns wieder ins Boot, während Nachtmatt ganz alleine um ihr Leben bangt. Tut mir leid, meine Hübsche, es geht nicht anders. So, komm, auf dem Wasser eigentlich kämpfe. Es sieht nicht so aus. Habe ich mich damit begrenzt? Nein. Ich überlege gerade, wie, wo und warum es weitergehen könnte. Ich habe jetzt ein... Ahaha, da ist doch was. Hallo. Aha. Gut, ich speichere selbstverfreilich vorher nochmal ab, bevor ich hier aktive Grabschändung betreibe, denn ich werde gleich mal versuchen, den Typen hier auszubuddeln. Ah, der Erinnerungsturm und... Ist das Baby hier beerdigt? Die Erde sieht weich und locker aus. Willkommen am Grab des Kindes. Oh, ich kann hier drauf. Oh, ich mach das einfach mal. 70 Paper. Oh, nichts passiert. Egal. Okay, hier soll der Schlüssel runterliegen. Allerdings ist das ja auch das Grab des Kindes. Tja, Leute. Das mit der aktiven Grabschändung war schon ernst gemeint. Benutzen wir mal die Schaufel. Du gräbst. Aber du kannst dich nicht fokussieren. Beten wir mal um etwas Fokus. Okay, du gräbst wild entschlossen weiter. Der Turm bricht zusammen. Guckt euch den Film an. Im Ernst. Langsam wird's wichtig. Irgendwas ist da drin. Irgendwas ist da drin. Kann ich das Feuerzeug benutzen? Nein. Ich wollte ein bisschen... Der Kellerschlüssel! Der Kellerschlüssel. Meinte ich, kann die Schaufel hier lassen? Ich glaube ehrlich gesagt, dass es so gedacht ist. Tja, jetzt haben wir den Kellerschlüssel. Nur wo setze ich ihn ein? Gut, ich bin ein bisschen ruhig geworden, seit ich das Kind ausgegraben habe. Was auch immer ich mit der Leiche gemacht habe. Ja, fragt besser nicht. Das habe ich rausgeschnitten. War vielleicht nicht ganz so vorteilhaft für die jüngeren Zuschauer. Falls es denn welche gibt. Das musste ich einfach rausschneiden. Nein, natürlich nicht. Was soll ich dazu sagen? Ja, ich habe gerade ein Kindergrab geöffnet und dabei diesen Turm umgeschmissen. Was vielleicht keine so gute Idee war. Der Kerl hat mir auch gesagt, ich soll es nicht zerbrechen. Aber das habe ich gerade. Das war die einzige Möglichkeit, vorwärts zu kommen. Ach, das wird schon keine bösen Folgen haben, oder? Oder? Gut, mit dem Gedanken habe ich euch jetzt vielleicht ein bisschen was zum drüber nachdenken geliefert. Ich werde jetzt erstmal mein Team wieder zusammenrufen. Zack. Haha, wir sind die Ersten. Lalala. So, Simon. Gut. Jetzt muss ich die wenigstens nicht wieder übers Feuer geleiten. Du bist ein Grab. Ne, du bist eine Leiche. Und ich mache jetzt platt, wenn ich noch einen Schluck Tee... Oh, das ist lecker, wenn ich noch einen Schluck Tee trinke. Verdammt, das ging schneller als gedacht. Jetzt hätte ich... Scheiße, ich hab gekleckert. Egal, weiter geht's. Let's play, das ist professionell. Nichts trinken, nichts essen. Nicht husten, nicht niesen, nicht Kokain nehmen. All das wird schon.
Gut, ich habe den Kellerschlüssel. Habe ich irgendwo eine verschlossene... Murat.